Hallo liebe Leute, heute ein Video zum Thema Psychosomatik und was ich feststelle ist, dass in den letzten Jahren oder vielleicht eigentlich immer schon der Begriff Psychosomatik ein bisschen inflationär gebraucht wird und viele Personen, denen man den Begriff entgegenbringt, fühlen sich dann nicht wirklich ernst genommen. Dabei ist der Begriff Psychosomatik oder wird er oft so wahrgenommen, als man sich physische Probleme, Krankheiten nur einbilden würde und nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein. Wenn es darum geht, dass ein Symptom psychosomatisch ist oder eine Krankheit, dann heißt es im eigentlichen Sinne, so wie das, der Begriff entwickelt worden ist und eben auch aus der Sicht der Psychoneuroimmunologie, eben nicht, dass sich ein Symptom nur eingebildet wird, sondern eigentlich der Zusammenhang oder die Einheit von Körper und Geist. Und das ist eigentlich auch ein Begriff, der sehr oft in der Esoterik benutzt wird, Einheit von Körper und Geist und nicht wissenschaftlich und so. Und das stimmt auch absolut nicht. So wie gesagt, die Psychoneuroimmunologie, ein Forschungsgebiet, das es schon seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts gibt, zeigt es sehr eindrücklich. Ich kann in dem Video nicht auf alle Details eingehen. Ich habe schon sehr viele Videos auf meinem Kanal gemacht zu einzelnen Themen der Psychoneuroimmunologie. Und die Aufmerksamkeitsspanne haltet bei den meisten heutzutage nicht mehr als ein paar Sekunden. Deswegen sind die meisten Videos für mich eh schon recht lang. Deswegen werde ich nicht auf die genauen Details eingehen. Aber Fakt ist, dass man sagen kann, dass die meisten chronischen Erkrankungen eigentlich psychosomatische Erkrankungen sind oder zumindest ein großer Faktor dabei psychosomatisch ist. Bei Unfällen, also klassisch in der Medizin traumatischen Ereignissen, sprich eben Unfällen, Verletzungen, also die jetzt nichts damit zu tun haben, dass es über längere Zeit der Organismus eine Krankheit entwickelt, da kann man es vielleicht ausschließen. Aber bei Symptomen oder Krankheit, die sich über die Zeit entwickeln, ist es eigentlich immer ein wesentlicher Faktor. Ja, und warum? Weil im Endeffekt unser Körper immer versucht, sich den Gegebenheiten anzupassen. In der Fachsprache nennt man es die Allostase. Und die Stressfaktoren, die auf uns eigentlich ständig einprasseln, das nennt man die allostatische Last. Und wenn diese allostatische Last zu hoch wird, sprich es kommen immer Stressfaktoren oder prasseln immer Stressfaktoren auf uns ein und unser Organismus versucht unser Innenleben vor allem immer auf einem gewissen Level zu halten, auf einer gewissen Homöostase, dann kostet es im Endeffekt natürlich was. Und es kostet im wahrsten Sinne des Wortes, kostet viel Energie, es kostet viele Ressourcen. Und der Körper hat sehr viele Mechanismen, um sich anzupassen an wechselnde Umweltbedingungen. Aber eben, wenn es zu lange dauert oder die Anforderungen zu hoch sein, dann bringt es irgendwann eben mit sich, dass verschiedene Ressourcen aufgebraucht werden. Und das ist dann eigentlich die Entwicklung von Symptomen und Krankheiten. Laufen tut es zentral über unsere zentralen Stressachsen, die HPA-Achse und die SAM-Achse, wo im Endeffekt das Endprodukt Adrenalin und Noradrenalin ist. Und Sinn ist eigentlich immer, uns für kurze Zeit leistungsfähiger zu machen. Und damit wir das machen können, müssen wir Energie gewinnen können. Und wir müssen Wasser rückresorbieren können und gewinnen können. Und wir brauchen im Endeffekt Salz, das wir wieder rückresorbieren können. Es gibt noch ein paar andere Loops oder Rückkoppelungsmechanismen. Alles ist natürlich auch mit dem Immunsystem verbunden, alles ist mit dem Hormonsystem verbunden, also das zentrale Nervensystem. Also jedes System ist ineinander wieder verbunden mit dem nächsten System. Gesteuert wird es über das zentrale Nervensystem. Und das führt im Endeffekt dazu, dass es dann zu Symptomen führt, wenn verschiedene Stressfaktoren auf lange Zeit auf unseren Körper einwirken. Und ich habe in letzter Zeit relativ viel wieder über das Thema Trauma gepostet. Das ist für mich so ein bisschen der Angelpunkt, weil das natürlich auch darüber bestimmt, wie wir mit Stressoren umgehen. So Stress ist eigentlich nichts Objektives, sondern Stress ist was Subjektives. Wie wir also mit Umweltanforderungen umgehen, das bestimmt unser Gehirn meistens autonom auf unbewusster Ebene. Und diese Filter, die wir aber haben, die das unbewusst sagen, aussortieren oder unbewusst beurteilen, was ein Stressor ist und wie wir darauf reagieren müssen, das legen wir eigentlich schon teilweise pränatal und teilweise auch schon vorgeburtlich oder vor der Erzeugung fest, weil es natürlich auch schon epigenetisch mitgegeben wird von unseren Eltern, wie unser Stresssystem reagieren wird. Dann aber eben vor allem auch im Uterus wird es sehr stark geprägt, aber dann natürlich auch die ersten Lebensjahre. Da prägt es sozusagen unser Filter der Welt und unsere Wahrnehmung der Welt. Und aufgrund dieser Wahrnehmung, sofern wir das nicht irgendwann in unserem Leben bearbeiten, aufgrund dieser Wahrnehmung filtern wir dann die Information, die auf uns einprasselt, aus. Und wenn da zum Beispiel ein frühkindliches Entwicklungstrauma stattgefunden hat und in der einen oder anderen Form, je nachdem wie man es definiert, würde ich sagen, ist es eh bei jedem von uns passiert, dann ist unser Stresssystem reaktiver.
Es kann auch weniger reaktiv sein, was auch zu Problemen führen kann. Auf jeden Fall verändert sich's und die Welt kann dann sozusagen nur mehr durch diesen Filter gesehen werden und dementsprechend versucht unser Stresssystem uns dann schon prädiktiv, also in Vorausschau zu schützen, was dazu führt, dass sehr viele Menschen die Welt als ständig gefährlich wahrnehmen, was irrsinnig viele Ressourcen kostet und was dazu führt, dass unser Stresssystem ständig dauernd aktiv ist, was dann im Endeffekt zu Symptomen und Krankheiten führt. Das ist sozusagen der Loop. Wie die einzelnen Mechanismen sind, das ist relativ gut erforscht. Wie gesagt, kann ich in einem kleinen 5-Minuten-Video natürlich nicht präsentieren. Wenn euch das Thema interessiert oder ihr Fragen habt, bitte stellt es gerne wieder in den Kommentaren. Ich freue mich, wenn ihr das Video teilt, wenn ihr ein Abo da lasst. Jede Interaktion freut mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal.